Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Alone Cold Winter. Ich habe gerade eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Und zwar dachte ich gerade spontan, als ich das Spiel gestartet habe. Wir haben ja so viele Details hier, was noch richtig cool wäre, wenn, um so ein Horrorgefühl zu erzeugen, fiel mir gerade so auf, als ich an die Vision zurückdachte, die wir am Anfang hatten, fehlt eigentlich noch so ein bisschen Schrittgeräusche, wie ich finde. Das würde das Ganze noch ein bisschen lebendiger machen. Ich meine, es ist auch schon so irgendwie lebendig, sehr lebendig, aber für so richtiges Horrorgefühl fehlt das noch so ein bisschen, aber so richtig typisch Horror ist das ja sowieso nicht. Das ist ja so eine Mischform aus verschiedenen Stilen. So, wir gehen dann mal zum super krassen Simon. Wenn ich mich recht entsinne, sollten wir dahin. Was einigen von euch in den letzten Folgen aufgefallen ist und mir nicht, das finde ich sehr cool, die Graffitis. Ich achte da schon drauf, aber zum Beispiel, dass wir in der einen Gasse dann Shiggy hatten, das war mir nicht aufgefallen. Das ist echt cool. Jo, gehen wir da mal rein. Ist das der super krasse Simon? Hi, Wache. Simon ist nebenan beschäftigt. Bitte warten Sie, bis er kommt. Okay, da haben wir ein Bild von einer Chick, wie Leo sie wollte. Ja, rötliches Licht, dann ist das Typen hier. Ah, wir wurden informiert, dass sie uns geholfen haben. Simon möchte sich gerne mit ihnen unterhalten. Okay, soll ich jetzt wirklich warten? Oh, ich kann ja auch reingehen. Oh, Verzeihung, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich bin da mal wieder weg. Oh, scheiße, das war total unbeabsichtigt. Ja, ich lese es nicht vor. Und er bleibt natürlich stehen, der Vollidiot. Ist klar, ne? Yo! Ich bleibe immer noch stehen. Hallo, ich stehe immer noch an ihrer Tür. Du bist Leo, oder? Ja. Okay, vielleicht wartest du besser. Ne, Moment, ich bin in einer Minute bei dir. Der schlägt mir jetzt nicht die Fresse ein? Das kenne ich doch normalerweise. Okay, alles klar. Also, du bist dieser Leo, von dem ihr Candy erzählt hat. Ich ritt ihn jetzt einfach so wie so einen typischen Kettenraucher. Sie ist eine meiner besten Angestellten. Ich muss dir wirklich danken, dass du ihr bei diesem Typen geholfen hast. Die meisten wäre das völlig egal gewesen, aber dir nicht, stimmt? Keine Ursache. Wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, um meine Schuld bei dir zu begleichen, lass es mich wissen. Danke, da gibt's tatsächlich etwas. Wissen Sie, wo der Helikopter hingeflogen ist, der vor kurzem über der Stadt flog? Während Sie im Bett mit Ihren Mädels geschäkert haben, wissen Sie das doch bestimmt? Ich fürchte, davon weiß ich nichts. Biohaze Industries. Ist klar, ne? Besitzt aber einen Helikopter. Hier wieder mit C geschrieben. Ich bin halt Simon und Simon schreibt das mit C. Spricht es auch so. Und das hört man natürlich. Vielleicht probierst du es mal. Dort fehlt noch. Ach, bin ich professionell. Ich huste in einem Let's Play. Ich habe nicht gewusst, dass ich jemanden habe, den ich so sprechen werde. Und dementsprechend habe ich mir keinen Tee zurechtgestellt. Ah. Okay, danke. Yo, warte mal. Was gibt's? Biohaze Industries ist eine echt komische Gruppe. Sie lassen niemanden auf ihr Grundstück. Na, ich werde schon einen Weg finden. Ich mag deine Einstellung. Hier soll's auch was rauchen. Also gut, wenn du schon gehen solltest... was? Wenn du schon gehst, solltest du versuchen, in ihr Lager auszukommen. Der Hintereingang ist am wenigsten bewacht. Ich schicke ein paar meiner Mädchen dorthin, um dir zu helfen. Mit Gatling Guns! Sprich einfach mit ihnen, wenn du da bist. Danke, das werde ich. Also viel Glück, Leo. Du bist zwar ein Bulle und hast mich gerade beim Vögeln überrascht, aber ich finde dich irgendwie ganz knorke, weißt du so? Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Erfolgsfeind geschaltet, Freund und Helfer. Ja, das sind wir doch immer. Selbst bei Leuten, die gerade nicht gestört werden wollen. Auch denen helfen wir, um ihre Privatsphäre zu vermindern. What the hell? Okay. Ich werde das nicht negativ ankreiden. Nein, 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 nein. Ich sage gar nichts dazu. Ich sage nur, was mir dabei in den Kopf kommt. Okay. Dann hat wohl die mit Z
Zauberkräften jemand diese Kiste wieder, ups, zurückgeschoben. Also schieben wir sie wieder dorthin. Achso, wir können aus der Einrichtung, logisch, ja. Vergesst das immer. So, jetzt. So, hops, hops, hops. Gut, gut. Ich nehme Alone gar nicht gerade so wirklich als Horrorspiel wahr, sondern eher so als ein kleines Adventure. Ist mit Sicherheit auch so beabsichtigt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade nebenbei angefangen habe, beim lieben Gronkh das Let's Play zu Daylight zu gucken, was genauso heißt wie ein RPG-Maker-Spiel, was vor etlichen Jahren mal gemacht wurde. Und das ist so gruselig, da sage ich einfach mal nicht zu, da guckt ihr am besten selber rein, wenn es euch interessiert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, da haben wir ein paar Mädels und wir reden einfach mal mit denen. Hallo, die Damen. Hey, seht mal, das ist Leo, der Typ, der Kenny geöffnet. Du willst ins Lagerhaus, oder? Ja, Simon meinte, ihr könnt mir helfen. Ich stehe total unauffällig hier rum. Na klar! Wir sind oft da drin. Überlass uns das und warte auf deine Gelegenheit, Süßer. Okay. Okay, das ist interessant. Hey, Sherry Baby, ist denn schon wieder Donnerstag? Hey, Baby, ich habe meinen Freundinnen hier von unserem letzten Abenteuer erzählt. Heute ist ein Glückstag für dich und deinen kleinen Freund hier. Dein kleinen Freund mit der großen Sonnenbrille. Verstehe, aber glaub nicht, dass ich so viel Geld habe. Mach dir keine Sorgen, wenn es wahr ist, was Sherry von dir erzählt hat, dann können wir dir einen besonderen Rabatt geben, Baby. In dem Fall gehen wir doch rein, da ist es schön warm. Klar, alle Wachen gehen natürlich, wenn Prostituierte vorbeikommen, direkt mit denen mit. Na klar, natürlich. Kann ich jetzt... Ach, ich kann hier hinterher. Ich dachte, ich muss jetzt in das... Nee, durch das andere Gebäude komme ich ja dann wieder runter. So, speichern wir. Ja. Jetzt kann ich den Sound auch wieder lauter drehen, weil in der Disco war der sehr laut. Nicht in der Disco, in der... Im Freudenhaus. So. Ich mag solche Gänge übrigens. Auch wenn sie nicht immer realistisch aussehen. Oh, was ist denn hier los? So, da... ich ignoriere das einfach mal, dass dieses Spiel sexistische Inhalte hat. Und pürsche mich jetzt hier vorbei. Lalala. Gucken wir gar nicht hin. Das ist sowieso nicht jugendfrei. So. Okay, mal sehen, was wir hier finden. Ist irgend so ein Lagerhaus und es könnte irgendwie verdächtig sein, also brechen wir einfach mal ein. Gucken wir mal. Da leuchtet Licht. Biohist Depot. Ah. Okay. Untersuchen wir die Tür. Abgeschlossen. Die Tür rührt sich nicht und lässt sie nicht öffnen. Okay. Mhm. Was ist das hier für ein komischer Truck? Das ist der weiße Alone Cold Winter Truck oder so. Wo geht's hier hin? Oh, da geht's ja mal weiter. Gut, dann gucke ich mich erst rechts um, weil dort sah es nicht so aus, als würde es direkt weitergehen. Wir sind übrigens mittlerweile nicht mehr high, fällt mir gerade mal so auf, einfach mal, um es kommentiert zu haben. Da geht's nicht durch, gut. Das heißt, hier haben wir nichts weiter zu finden und in die Autos einbrechen können wir wahrscheinlich auch nicht. So ein kleines GTA-Minispiel am Rande. Ja, ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel. Würde auch nicht passen. Obwohl, ich meine, hey Mario, haben wir auch schon gespielt. Ja, was haben wir hier? Hä? Was? Wo? Springen? Hä? Das hat er jetzt alles selber gemacht. Da habe ich jetzt nichts mit zu tun gehabt. Springt auch eigenständig wieder runter? Ja, tatsächlich. Okay, ich wollte aber noch gucken, wo es hier irgendwo lang geht. Ob es hier irgendwo lang geht. Huch! Was ist das? Habt ihr das gerade gesehen? Hä? Blaue Kästen erscheinen auf magische Art und Weise. Wieder drüber laufen, verschwinden sie wahrscheinlich, oder wie? Nee, jetzt bleiben sie da. Sehr merkwürdig. Hat wahrscheinlich mit den Fußspuren zu tun, aber ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was das war. Hier hinten gab es nichts, also springen wir dort hinauf. Hopsala, so gut. Da können wir klettern. Gibt es hier sonst irgendwas? Ah, da oben gibt es Munition. Dann klettern wir natürlich. Warum auch immer der Munition hier oben versteckt hat. Warum überhaupt irgendjemand hier oben Munition versteckt? Keine Ahnung. Ach, ich mag diese ganzen kleinen Kletteranimationen und Laufanimationen einfach. Diese ganzen Bewegungsdetails da. Ich bin echt nicht gut im Pixeln, deswegen ich könnte das nicht so.
So, da geht es hinein. Dort ist eine Leiter, aber ich komme nicht heran. Sie ist ja auch dahinter, wenn ich das richtig sehe, hinter dem Gerüst. Gut, dann gehen wir da rein. Okay, wir ziehen unsere Waffe. Das heißt, hier könnten uns die Desert Gegner erwarten. Der Speicherpunkt spricht auch dafür. Da tritt Gas aus. Was ist das? Was ist das? So, da vor wenigen Minuten mein Mikrofon den Geist aufgegeben hatte, muss ich jetzt diese Stelle noch einmal kurz nachspielen. Ich hatte das schon gespielt, deswegen weiß ich gleich, was mich erwartet, aber nun ja, ich möchte es euch nicht vorenthalten. Deswegen, Info, einige Feinde können dir sehr gefährlich werden, wenn du sie direkt angreifst. Denke daran, dass du die Shift-Taste benutzen kannst, um seitwärts zu gehen. Auf diese Weise kannst du ausweichen und gleichzeitig einen Gegenangriff ausführen. Und natürlich auch rückwärts. So, ich halte wieder beide Finger auf den entsprechenden Tasten. Da, ja, es kommt gleich ein Gegner, wie ihr vielleicht schon ahnt, bei den Massen an Blut. Hallo! Die anderen nicht gesund. Du auch krank. Gefährlich. Er hat ein merkwürdiges Gesicht. So, mein Freund. Ha! And that's it! We did it! Also gehe ich direkt nochmal speichern, weil ich keine Lust habe, das nochmal zu spielen. Letztes Mal habe ich mich ein bisschen dümmer angestellt. Yep. Gut. Okay. Cool, cool. Schauen wir mal. Ah, jetzt liegt er wieder da hinten, wie sich das gehört. Dem Geruch nach zu urteilen, starb dieser Mann bereits vor längerer Zeit. Der Kopf wurde mit einer Hacke zerschlagen. Vom Schädel und dem Gehirn liegen überall Stück herum. Das ist ganz normal. Ich bin Liu. Ich wundere mich nicht über sowas. Ich sehe ja jedes Mal Schlimmeres, wenn ich kiffe. Ha, 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 ha. Okay, der... Was auch immer. Da wundert er sich auch nicht weiter drüber. Das ist einfach so manchmal. Prüfen. Einfach mal überall irgendwo dran drehen. Okay, und jetzt? Dass das Gas im anderen Raum abgestellt, oder wie? Was leuchtet denn hier? Ah, Aspirin erhalten. Was bringt mir die denn? Müsste hier nicht eigentlich... Ach, Objekte und Gegenstände sind zwei verschiedene Sachen, ganz klar. Gegen einen lästigen Kater. Moment, kann ich darauf verzichten? Okay. Also werden wir noch später besoffen, oder wie? Soll ich das jetzt verstehen? Keine Ahnung. Oh, mehr Gegner. Halt, halt, halt. Das war unvorhergesehen. Wartet mal, ich lade mal gerade nach, wenn ich wieder weiß, wie das geht. So. Okay. Gut. Das Kampfsystem lerne ich noch. Nein, lass mich in Ruhe. Huch, das Blut ist wieder weg. Ach, da ist es wieder. Gut, okay. So langsam habe ich den Dreh raus. Gitter über den Boden und da draußen schneit's. Was machen die denn hier? Warum rasten die denn so aus? Ups. Oh, hi. Ach, da kann ich nicht durchschießen. Okay. Was ist hier mit den Leuten los? Ich lad mal wieder gerade nach. Kran, okay. Da können wir dann vielleicht noch rüber, falls wir das überhaupt müssen. Moment. Moment. Ich will erst klettern. Nein, klettern. Kletter, du Sau. Kletter! Hey, Moment, warum kann ich da nicht hoch? Ich kann doch an die Leiter ran. Warum nicht? Komisch. Keine Ahnung, na gut. Jetzt kann ich hier hoch. Natürlich, wenn die Kiste draufsteht, kann ich das nicht. Ein Heilspray. Heilspray ist geil. Okay, dann schiebe ich die Kiste mal nirgendwo hin. Alles klar. Ich habe gerade irgendein Geräusch hinter mir gehört. Ich dachte, es wäre meine Katze, aber... Ach, vielleicht war es meine Katze. Ich sehe einfach niemanden. Gut, okay. Ich gehe noch einmal speichern. Bevor wir uns weiteren zombiehaften Gruselarbeitern stellen und die auseinandernehmen. Moment. Wie komme ich... Ach, da... Ah!
Aha, Pistolenkugeln. Aha, Erste-Hilfe-Koffer. Cool, cool, cool. Damit wäre das auch erledigt. Gut, dass wir das noch vom Speichern gemacht haben. Ich beende die Folge an dieser Stelle, meine Lieben. Und ja, was ist mit diesem unglaublich fixen und merkwürdigen Grusel-Baustellenhaus hier zu tun hat, sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jo, bis zum nächsten Mal bei Alone Cold Winter. Bis dann.